Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe ein kleines Haarexperiment vor und deswegen wollte ich das Ganze mal mitfilmen und euch zeigen. Und zwar geht es darum, ich mache es aktuell so, wenn ich meine Haare wasche, gebe ich so eine Art, nicht wie so ein Silbershampoo, aber der Effekt ist das gleiche wie so eine Silberflüssigkeit rein, damit ich immer den Gelbstich aus meinen Haaren rausnehme. Der Nachteil daran ist nur, dass ich das bei jeder Haarwäsche machen muss und ich habe irgendwie keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, was ich jetzt schon länger mal testen wollte und dass der Effekt, den ich haben möchte, dass dieser Gelbstich rausgezogen wird, dass es einfach ein bisschen länger anhält, dafür wollte ich mal ein Gloss verwenden. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin super gespannt, ob das Ganze funktioniert und wollte einfach das für euch mitfilmen. Ich habe hier einmal von der Marke Shine mich für das Gloss entschieden. Und zwar, also, alle, die mich schon lange verfolgen, wissen, dass ich schon öfter mal die Produkte von Shine benutzt habe. Zum Beispiel, als ich damals meine Haare selber zu Hause gefärbt habe, dieses ganz, ganz dunkle Braun, fast schwarz, habe ich damals die Produkte von Shine verwendet, ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, weil ich einfach wollte, dass ich, wie soll ich sagen, also für mich kamen keine Produkte aus der Drogerie sozusagen in Frage, dass mir die, dass ich hatte immer Angst, dass ich meine Haare irgendwie kaputt mache, verfärbe, dass ich irgendwie plötzlich einen Grünstich drin habe oder gerade wenn man von so hellblond auf dunkel geht, das ist immer so tricky, da muss man echt aufpassen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Also am besten ist es so, bei Shine ist es sowieso auf der Seite. Ihr könnt genau schauen, welche Haarfarbe für euch die richtige eben ist. Und Shine, das war zumindest damals so, dass sie nur bis zu 2 Nuancen heller oder dunkler euch das sozusagen auswählen lassen als eure eigene Haarfarbe. Eben, dass euch nicht zu Hause irgendwas Komisches widerfährt, dass wenn ihr von blond auf braun gehen wollt zum Beispiel, also auf dunkelbraun, dass ihr nicht am Ende grüne Haare zu Hause habt oder sowas. Deswegen da echt aufpassen. Wofür es sich allerdings extrem lohnt, ist sowas wie, wenn ihr zu Hause einen Ansatz nachfärben möchtet. Also wenn ihr schon, wie ich, immer dunkle Haare und dann habe ich immer meinen blonden Ansatz gehabt und den habe ich immer nachgefärbt, dafür war es halt eben perfekt gewesen. Und da hatte ich mich daran erinnert gehabt, dass die Produkte halt eben immer, immer mega gewesen sind. Ich hatte auch euch dieses Produkt hier zum Beispiel schon vorgestellt, das Super Soft. Das gibt man ja in die gewaschenen Haare rein, also danach in die Längen und Spitzen, wirklich direkt aus der Flasche draufgeben. Und dann habt ihr wirklich so geniale, weiche, glänzende, gesunde Haare. Also es schmiegt sich so richtig über die kaputten Haare, wenn man es so sagen darf. Es hört sich bekloppt an, aber es ist wirklich so. Man hat danach wirklich wie frisch geborene Haare. Die sind so schön und weich danach. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Also davon habe ich auch diese Miniaturgröße immer im Urlaub mit dabei gehabt, weil gerade da sind die Haare einfach so heftig, heftig strapaziert. Hier ist zum Beispiel Gurke, Bambus, Quinoa-Extrakt, also das sind richtig, richtig tolle, hochwertige Inhaltsstoffe, die eben dazu führen, dass die Haare danach wirklich on fleek aussehen. Ich freue mich sehr darauf, dieses Produkt gleich wieder zu verwenden. Aber das hier ist mein Hauptfokus heute. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, das Ganze zu verwenden. Das ist das Gloss. Ich habe mich für Cool Blonde entschieden. Cool Blonde ist dafür da. Also ihr müsst wirklich auf der Seite genau lesen. Es gibt verschiedene Farbnuancen, dass ihr einfach schaut, was ist für euch das Richtige, was ist euer Ziel sozusagen. Und das hier ist dafür da, dass eben die Highlights, die man in den Haaren hat, neutralisiert werden. Also dieser Gelbstich oder auch oder Messingtöne oder sowas, dass das Ganze neutralisiert wird und dieser Gelbstich einfach verschwindet und rausgezogen wird. Und hier ist ganz viel Keratin drin, Vitamin B6 und. Also sehr, sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Shine steht generell dafür. Das ist übrigens eine Brand, die 2019 in Berlin gegründet wurde. Und die wollten einfach, oder ihre Aufgabe war es gewesen, Haarfärbeprodukte und auch Pflegeprodukte rauszubringen, die wirklich Salonqualität haben. Also wirklich auf höchstem Standard, höchstem Niveau. Wirklich tolle Produkte zu produzieren, die man aber für zu Hause benutzen kann und nicht nur im Salon. Vielleicht kennt ihr Shan Rahim Khan, das ist ein absoluter Mega-Star-Friseur. Und die haben von Anfang an mit ihm zusammengearbeitet, experimentiert, kooperiert, geforscht, gemacht, getan. Immer wieder dann halt eben auch mit seinen
krassen VIP-Salongästen Sachen getestet und dann halt eben dadurch herausgefunden, welche Produkte halt wirklich gut ankommen und was noch verbessert werden kann und was schon perfekt ist und. Also die Sachen sind wirklich so hochwertig. Deswegen, ich liebe es, weil ich bin jemand, wenn ich irgendwas mit meinen Haaren mache, was irgendwie mit Farbe oder sowas zu tun hat, bin ich extrem vorsichtig und picky. Also ihr wisst es, auch wenn ich irgendwie zum Friseur gehe, ich gehe nicht irgendwie zu so einem 0815 Friseur, sondern wirklich, da lässt man wirklich viel, viel Geld da. Weil ich immer Angst habe, dass da irgendwie komische Sachen mit meinem Haar sonst passieren und ich am Ende aussehe wie sonst was. Und wenn ich dann mal zu Hause irgendwas mache mit Färben oder auch wie das hier mit dem Gloss, da bin ich dann sehr, sehr, sehr vorsichtig. Bei Shine weiß ich aber, dass ich meine Haare in gute Hände lege, sozusagen in gute Produkte lege, weil ich weiß, dass die einfach so hochklassig einfach sind. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt testen. Und zwar funktioniert das Ganze so. Ich werde meine Haare erstmal waschen. Da werde ich natürlich auch wieder das Shampoo von Shine benutzen. Ich liebe die Pflegeprodukte von Shine. Ich hatte jetzt noch ganz, ganz, ganz viele von so kleinen Miniaturgrößen aus dieser ganzen Färbeaktion, weil wenn ihr euch so eine Farbbox bestellt, dann habt ihr da eure Farbe drinne, dann die ganzen, also das, dann ein Shampoo drin, ein Conditioner, eine Haarkur, ein Öl, Handschuhe und. Das ist das komplette Set rundum Sorglos-Paket sozusagen, wo ihr direkt zu Hause in Ruhe färben könnt. Ich habe damals aber immer hier diese großen Größen für zu Hause benutzt und hatte jetzt ganz, ganz, ganz viele dieser kleinen Miniaturgrößen und die waren perfekt. Die habe ich immer in den Urlaub zum Beispiel mitgenommen gehabt, aber sie sind jetzt schon leer. Ich bin sehr, sehr traurig, weil diese Produkte sind wirklich the shit. Anders kann man es nicht sagen. Die sind so gut. Ich werde jetzt als allererstes meine Haare einmal gründlich waschen. Und dann gebe ich das Gloss drauf in handtuchtrockenes Haar und zwar in die Längen und Spitzen, nicht auf den Kopfansatz, weil da ist ja eure natürliche Haarfarbe und man weiß nie, wie die natürliche Haarfarbe auf Gloss oder auf andere Farbe reagiert. Das solltet ihr in die Hände eines Friseurs geben. Deswegen da echt immer, immer, immer aufpassen. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie eine ganz andere Nuance oder sowas haben wollt. Also bei Gloss ist es jetzt so, wie gesagt, ich habe ja jetzt, hier ist meine Naturhaarfarbe und da, wo ungefähr meine Strähnchen anfangen, so 2 cm später, da werde ich anfangen, das Gloss einzuarbeiten. Und es ist so, bei jeder Packung sind hier einmal Handschuhe mit dabei. Ihr müsst auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Und so sieht die Tube aus. Wenn ihr kurzes bis mittellanges Haar habt, dann reicht so eine Vierteltube ungefähr, um das alles ins Haar einzumassieren. Wenn ihr längere Haare habt und dickere Haare, was bei mir der Fall ist, ich habe halt sehr, sehr dicke Haare und auch relativ jetzt lange Haare, da werde ich eine halbe Tube benutzen, um das einmal übers komplette Haar zu geben, dass alles schön versorgt ist. Und dann lässt mir das Ganze mindestens 10 Minuten, maximal 40 Minuten einwirken. Es kommt immer darauf an, wie intensiv ihr das Ergebnis haben möchtet. Da kann man sich auch so ein bisschen rantasten und gucken, oh, ist mir das jetzt zu kühl, ist mir das zu noch nicht kühl genug. Ich denke, ich werde mal so mit 20, 25 Minuten loslegen, vielleicht 25 Minuten, weil ich es in der kühleren Variante auf jeden Fall sehr nice finde. Es darf nur nicht zu kühl sein, dass man am Ende wirklich so schon in den Weißbereich geht. Das ist nicht so meins. Und danach werde ich auf jeden Fall mir das Supersoft drauf machen, da freue ich mich extrem. Das macht ihr auch in die gewaschenen... Achso, ganz kurz nochmal dazu, wenn die Einwirkzeit vorbei ist, dann spült ihr das einfach mit Wasser aus. Kein Shampoo oder irgendwas, einfach nur ausspülen und gucken, bis das Wasser klar ist, dass da kein Produkt mehr rauskommt und dann ist es fertig. Und dann gebe ich das hier eben nochmal drauf und lasse es 30 Sekunden einwirken. Mehr braucht es nicht, dieses Wundermittel. Und dann könnt ihr das auch einfach auswaschen und ihr seid good to go. Ich werde meine Haare danach föhnen und am besten mal, denke ich, glätten. Da kann man nämlich am besten immer sehen, wie die Produkte funktionieren. Weil Locken, ich habe immer das Gefühl, egal was man benutzt hat, Locken sieht dann immer alles toll aus und gut aus. Aber wenn man die Haare glatt hat, sieht man ganz genau, wie was gut aussieht oder vielleicht eben auch nicht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich gehe jetzt mal ins Badezimmer, werde das Ganze drauf machen und dann melde ich mich gleich wieder bei euch.
So, ich werde jetzt erstmal meine Haare waschen. Ich habe gerade gesucht, das ist ja hier meine neue Flasche und ich habe hier noch meine beiden Schätze. Das ist hier eben so eine kleinere Flasche. Ich weiß gar nicht, ob es die auf der Seite noch gibt, müsst ihr mal schauen. Aber die war perfekt und da habe ich immer von dem großen hier reingefüllt und für unterwegs oder. Genau, das habe ich noch hier, deswegen ich werde die neue Flasche gar nicht anbrechen und hier meine alte rausholen. So, jetzt werde ich als allererstes meine Haare waschen. Ich wollte aber vorab euch die Haare einmal zeigen, wie sie jetzt aktuell aussehen. So, das sind meine aktuellen Haare. Also es geht, es ist nicht extrem gelbstichig, aber ein bisschen was kann man auf jeden Fall machen. Und vor allen Dingen auch mit dem Super Soft, gell, dass da ein bisschen Glanz hier reinkommt in das matte Spiel. Ja, und das ist ja, das macht ja einen Gloss auch, dass die Haare wirklich wieder, nicht nur in meinem Fall, dass da jetzt eben ein bisschen so der Gelbstich rausgenommen wird, sondern auch einfach dieses, wie das Produkt schon heißt, Gloss, dass da einfach wirklich schön Glanz in die Haare kommt und ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist das Vorher. Jetzt wasche ich meine Haare und dann zeige ich euch gleich, wie ich das Gloss auftrage. So, meine Haare sind gewaschen und ich lasse sie jetzt ganz kurz im Handtuch, dass die so ein bisschen an Feuchtigkeit verlieren. Ausdrücken, niemals rubbeln, nur drücken, also niemals den hier machen, um Gottes Willen. Also einfach schön, weil dadurch raut ihr eure Spitzen auf und verursacht erst recht Spliss oder dass eure Haare sogar abbrechen und deswegen immer schön einfach nur drücken. Dann werde ich meine Haare jetzt einmal durchkämmen und dann legen wir los. So, ich habe meine Haare jetzt einmal durchgekämmt. Ihr könnt ein schwarzes T-Shirt anziehen, ihr könnt ein altes Handtuch euch nehmen, um einfach so ein bisschen eure Kleidung zu schützen, wenn ihr die nicht, einfärben wollt. Ist ja keine richtige Farbe, ein Gloss, aber trotzdem kann es sein, dass da Rückstände sind. Deswegen schützt einfach eure Kleidung. Ich habe hier noch meine Umhänge von Shine. Genau, da werde ich das jetzt einmal benutzen. Die benutze ich auch immer noch, wenn ich den Jungs zum Beispiel die Haare schneide oder, weil die nicht so endlos lang sind. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Sildele. Genau, die sind zum Beispiel auch immer dabei, wenn ihr so ein Haarfärbeset kauft, dann da ist es auch immer mit bei. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich meine Haare grob abteile. Also wenn ihr euch unsicher seid, dann nehmt euch vier Partien. Also dann macht einmal eure, also in der Mitte einmal einen Mittelscheitel. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich nehme mir hier diese obere Partie, mache die extra und mache die untere Partie extra. Ich denke, ich komme eigentlich ganz gut klar. Falls ich merke, dass das nicht so sein sollte, nehme ich mir nochmal, ich stelle mir immer Haarspangen und sowas raus. Und dann gucke ich nochmal. Dann auf jeden Fall so einen groben Kamm, dass ihr nochmal schön dann durchgehen könnt und ja, dass ihr euch sicher sein könnt, dass das Gloss überall dran gekommen ist. Aber als erstes Handschuhe anziehen. Das könnt ihr dann einfach ganz normal auf den Handschuh geben und dann einfach verteilen. Ich fange jetzt einfach mal mit so einem Moment an. Das riecht richtig lecker. Kennt ihr das, wenn ihr Haarfarbe habt, dass es immer so beißend, so ein stechender Geruch ist? Das riecht richtig lecker, irgendwie so bärig. Interessant. Okay. So. Ich arbeite mich mal von unten nach oben durch. Übrigens, die kompletten Produkte von Shine, egal was, ob es jetzt die Glosse sind oder die Pflegeprodukte, die richtigen Haarfarben, alles ist komplett vegan, ammoniakfrei, hypoallergen und vor allen Dingen das Wichtigste, unter ganz, ganz, ganz strengen Vorschriften in der EU produziert. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig produziert und die Inhaltsstoffe sind sowieso der Shit. Also wenn ihr euch, je nachdem, woran ihr Interesse habt, ihr müsst euch mal die Inhaltsprodukte durchlesen. Die sind einfach
so gut und so hochwertig. Und ich merke es jedes Mal, egal welches Produkt ich bis jetzt von Shine verwendet habe, meine Haare haben sich danach angefühlt, wirklich wie frisch vom Friseur und sogar noch besser wie frisch geboren, sage ich immer, weil die so flawless, so mackenlos waren, so weich und glänzend und das Gefühl, du willst eigentlich die Haare die ganze Zeit nur anfassen, weil sie sich so gut anfühlen. Genau das habt ihr nach den Produkten von Shine. So, ich habe das Gloss jetzt ungefähr 23, 24 Minuten, sowas um den Dreh, einwirken lassen. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt reicht. Wenn nicht, werde ich bei der nächsten Anwendung das mal auf 30 Minuten verlängern und einfach mich ein bisschen dann steigern. Aber vielleicht ist es ja jetzt schon gut. Keine Ahnung, wir müssen sehen. Und danach habe ich auf jeden Fall hier mein Supersoft verwendet. Boah, Leute. Aber schon nach dem Gloss, ich habe es ausgespült und meine Haare waren so, ich konnte einfach so durchgehen. Normalerweise, wenn ich meine Haare wasche, ob es egal, ob es mit Conditioner ist oder ob ich eine Haarmaske verwende, ich habe immer danach ein Problem, meine Haare zu kämmen oder schon über der Badewanne sind meine Haare komplett verknotet. Das ist jetzt nach der Schwangerschaft noch schlimmer geworden. Nach der Schwangerschaft hatte ich ja Haarausfall gehabt und jetzt ist es so, dass meine Haare wieder wachsen und ich ungefähr so eine Länge überall am Kopf verteilt habe und sich das alles irgendwie verknotet. Also mit den Längen und Spitzen, die sind so normal verknotet, sage ich mal. Aber hier so am Deckhaar ist es extrem verknotet. Also da durchzukommen ist immer ein richtiger Akt. Und ich muss da wirklich immer danach noch nach dem Haarewaschen Produkte reingeben, Sprays, was weiß ich, so Leave-In-Conditioners und was weiß ich was, um annähernd irgendwie durch meine Haare durchzukommen. Und das merke ich immer schon kopfüber, versuche ich immer schon mit einem Conditioner so durch meine Haare zu gehen und ich bin immer nur so, hake überall und reiß mir da voll die Haare raus. Und Leute, ich kann einfach hier komplett durchgehen. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe noch nicht gekämmt, gar nichts. Ich bin gerade mein Handtuch weggemacht und die ein bisschen ausgedrückt. Also das ist crazy. Daran sieht man schon, wie krass die Produkte sind. Also so, da bin ich zurück mit frischen Haaren. Wie schön sehen sie bitte aus? Die sind so am Glänzen, Leute. Wow. Man sieht jetzt auch, ich finde, die einzelnen Strähnen sind jetzt noch ein bisschen definierter und noch ein bisschen kühler und nicht mehr so goldstichig. Richtig, richtig, richtig schön. Es ist halt ein Gloss, der eure Farbe sozusagen, wenn die ein bisschen ausgewaschen ist, dass ihr die auffrischen könnt, gerade bei dunkleren Tönen oder eben bei helleren, dass ihr diesen Gelbstich und so weiter das rausholen könnt. Dafür ist halt das Gloss zuständig. Also ich finde, es hat einen richtig, richtig guten Job gemacht. Schaut euch das doch mal an und wie das glänzt. Hallo. Und es fühlt sich so verdammt weich an, wie Seide. Mega nice. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich morgen wieder fettige Haare haben werde, weil ich mir die ganze Zeit durch die Haare gehe, weil es so weich ist. Und vor allen Dingen, ich habe gerade meine Haare wirklich nur getrocknet und dann ein bisschen glatt geföhnt. Da ist jetzt noch kein Haaröl oder irgendwas drin. Das ist wirklich noch komplett einfach nur mein Haar, ohne dass da jetzt was drauf gemacht wurde. Und es ist schon... Es hat jetzt dieses... Wisst ihr, was ich meine? Diesen Kick, wenn man vom Friseur kommt und sich einfach so richtig, richtig wohlfühlt. So ist es gerade, weil es einfach so on fleek ist, on point. Richtig, richtig schön. Ihr Lieben, wenn ihr die Produkte von Shine mal testen möchtet, wenn ihr einfach dieses, ihr kommt frisch vom Friseur-Feeling haben möchtet, zu Hause zu fairen Preisen, dann schaut sehr, sehr gerne bei Shine vorbei. Ich werde euch den Link und auch mein Code in die Infobox setzen. Mit Amanda Gloss bekommt ihr nämlich satte 20%. Also mega, mega genial. Schaut unbedingt vorbei. Ich werde euch, wie gesagt, alles unten verlinken. Und dann... Viel, viel Spaß zu Hause bei der Anwendung und ihr könnt euch wirklich auf dieses frisch vom Friseur Feeling freuen, weil die Produkte halt komplett im Salonstandard sind. Deswegen viel, viel Spaß dabei, ihr Lieben. Für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. Hallo, ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, 9.05 Uhr. Ich bin echt ein bisschen spät los, dezent. 9.30 Uhr muss ich beim Autohaus sein. Ich bin tatsächlich alleine unterwegs, weil mein Mann jetzt doch zu Hause geblieben ist.
Der Lias hat sich heute Nacht um 1 Uhr übergeben, dann nochmal um 5 Uhr übergeben und nochmal um 7 Uhr. Ja, es kam zwar nur Gallenflüssigkeit raus, aber es ging ihm die ganze Zeit nicht so gut. Und jetzt so seit 7 Uhr vielleicht, seit er sich das letzte Mal eigentlich übergeben hat, da kam auch wirklich kaum was raus, war ein bisschen Gallenflüssigkeit. Aber seitdem geht es ihm eigentlich relativ gut, in Anführungszeichen. Er liegt halt auf der Couch, hat ein bisschen am iPad gemalt und ein bisschen was gegessen und trinkt die ganze Zeit Kamillentee und ja, so geht's langsam bergauf sozusagen. Jetzt ist er auch kurz aufgestanden und jetzt hat sich das hier eingerastet. Mein Mann hat nämlich hier alles runtergeklappt und die Winterreifen reingepackt. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht und ob es besser wird oder wieder schlechter und so. Und dann ist es schon blöd, wenn da keiner da ist. Theoretisch ist ja meine Schwester da, aber sie hat ja auch die kleine Malia und die ist wirklich, die braucht 150% Aufmerksamkeit, weil die zieht sich überall hoch und ist wirklich on the road und du musst die Augen komplett auf sie fixiert haben. Du kannst nicht ein anderes Kind noch zusätzlich betreuen, machen, tun. Also falls dem Lias wieder schlechter gehen sollte, war uns klar, dass auf jeden Fall einer da bleiben muss. Und zusätzlich ist Lara nicht so gut drauf. Also die ist schon gut quengelig. Also er hat wirklich viel gemeckert heute Morgen, gespielt, gemeckert, so ein Zwischending die ganze Zeit. Dann hatten wir sie jetzt hingelegt gehabt und sie hat jetzt vielleicht eine halbe Stunde ungefähr geschlafen. Also das ist jetzt die Zeit, wo sie normalerweise 2-2,5 Stunden schläft. Also irgendwas ist da sich am Anbahnen. Entweder hat sie einen schlechten Tag oder sie ist im Sprung. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich habe gar nicht die App gecheckt, ob sie gerade im Sprung ist oder so. Ja, deswegen haben wir gesagt, es macht auch keinen Sinn, sie dann da irgendwie mitzuschleppen, weil wir wollten nicht nur das Auto abholen, sondern danach noch in die Frankfurter Innenstadt gehen. Zur Bank, genau, weil ich werde jetzt gleich den Polo ja hier verkaufen. Das sind die wirklich jetzt zu 100% die letzten Aufnahmen aus dem Polo und wir kriegen das Geld gleich bar, weil wir den Polo nicht an das Autohaus verkaufen, sondern an einen Händler, mit dem er sozusagen Kontakt hat. Und dadurch, dass wir jetzt aber nicht noch Lust hatten, zum Händler zu fahren und keine Ahnung was, die haben uns halt angeboten, lass es da, wir wickeln das alles ab. Und der Händler kommt dann und holt das Auto ab. Also ich habe jetzt alle Papiere und so weiter alles mit dabei und werde jetzt gleich, deswegen fahre ich auch jetzt zum Autohaus, weil der Polo mir gehört. Der läuft auf meinen Namen, das heißt, ich bin auch nur berechtigt, den weiter zu verkaufen. Und ja, deswegen kriege ich das Geld jetzt gleich aber in bar. Genau, es gibt ja einmal entweder diese Sofortüberweisung oder Barauszahlung. Und dadurch, dass wir das jetzt aber halt nicht direkt dem Händler geben, sondern erstmal dem Autohaus, haben die gesagt, die machen das dann untereinander auch mit bar und bla 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 und keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall, wer mich kennt, weiß, ich hasse es, mit viel Geld rumzulaufen bzw. Geld zu Hause zu haben. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist kein Cent zu Hause und in unseren Geldbeuteln haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, mal 5 Euro oder so, wenn man irgendwo mal ein Eis essen geht. Also und selbst das habe ich oft nicht. Selbst beim Eisessen zahle ich immer mit Karte. Also ich habe echt nie Bargeld bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe jetzt nicht unbedingt Angst, irgendwie ausgeraubt zu werden oder dass ich was verliere, weil ich schon sehr auf meine Sachen achte, aber ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ich habe da immer so ein ungutes Gefühl dabei. Man hat ja eh schon immer also heutzutage, wenn man jemanden mal eine Tasche klaut, ist das ja sowieso total lukrativ. Die meisten laufen mit irgendwelchen iPhones rum und die Dinger sind sowieso schon extrem teuer, wobei mittlerweile ist da ja auch viel Sicherheit dabei, also einfach mal so ein Handy klauen geht ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen fahre ich, wenn da alles abgewickelt wurde, fahre ich dann das erste Mal mit dem neuen Auto in die Frankfurter Innenstadt und guck mal direkt, wie es ist im Parkhaus und Co. und überhaupt. Ja,
Und dann, wenn ich geparkt habe, laufe ich direkt neben dem Parkhaus, ist direkt meine Bank. Da bringe ich erstmal das Geld weg. Und dann gehe ich tatsächlich noch zur Pediküre. Weil wenn ich jetzt schon mal in Frankfurt bin, dann mache ich das schnell. Die brauchen da ja so 30 bis 40 Minuten. Das geht super schnell. Ich habe mir ja das letzte Mal dieses French Design gemacht und das möchte ich wieder machen. Ich finde das richtig nice. Ich feiere das extrem. Es passt immer zu, egal was ich anhabe, und es sieht immer gepflegt aus und da geht nichts kaputt wie bei Nagellack oder sowas. Und es ist, ja, ich mache das ja mit Shellack. Und das hält bombastisch, also ist richtig nice. Bei mir ist nichts abgesplittert, nichts abgegangen, aber es ist erstens schon ein Stückchen rausgewachsen. Das heißt, oben, es sieht nicht schlimm aus oder so, es ist wirklich nur ein ganz, ganz wenig. Aber dieses ganz, ganz wenige reicht schon, weil vorne natürlich mein Nagel dann länger geworden ist. Und wenn ich so offene Schuhe habe, ist mir das gar nicht aufgefallen die letzte Zeit, weil das sieht jetzt nicht extrem lang aus. Es ist ja wirklich nur so 2 mm. Aber gestern hatte ich Turnschuhe angehabt und ich sag's euch, ich hatte gestern wirklich Fußnagelschmerzen. Kann man sowas haben? Also die Leute, die Shellack, dicken Shellack oder Gel drauf haben auf den Füßen, die wissen, was ich meine, wenn die ein bisschen länger geworden sind. Ich hätte die theoretisch jetzt auch schneiden. Also schneiden geht ja nicht so gut, weil dann kann das Ganze splittern. Aber wenn man das Ganze einfach, ich hätte es runterfeilen können, aber dann hätte ich mir das French Design weggemacht und das wollte ich nicht. Auf jeden Fall habe ich gestern dann aber gemerkt, weil ich hatte schon lange jetzt keine Sneakers mehr angehabt, ich laufe ja nur mit offenen Schuhen rum, habe ich gemerkt, so okay, du solltest die wirklich machen lassen. Das ist ja jetzt nicht so lange her, dass ich die habe machen lassen. Ich glaube 1,5 Monate ungefähr. Was war das denn? 1,5 oder 2 Monate. Aber bei Fußnägeln, also bei meinen zumindest, die wachsen tatsächlich nicht so schnell. Also ich, wenn ich bei den Jungs bedenke, wie oft ich denen die Fußnägel schneide, locker einmal die Woche, das ist crazy. Aber bei mir, wenn ich meine Fußnägel einmal gemacht habe, egal ob lackieren oder Shellack oder Gel oder irgendwas, das hält dann erstmal 1,5, 2 Monate locker. Da bin ich erstmal so, ja, alles fein. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich dann das eben noch machen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir uns da jetzt entschieden haben, dass ich alleine gehe. Weil dann, ja, wenn wir jetzt zusammengegangen wären, hätte ich das nämlich mit den Nägeln nicht gemacht, sagen wir es mal so. Und dann hätte ich irgendwann mal wieder in die Stadt fahren müssen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt gerade schon da bin, dann bietet sich es halt einfach an. Genau. Ja. Das ist der Plan für die nächsten, ich habe keine Ahnung, 2, 3 Stunden. Mal sehen, wie lange das jetzt geht mit der Autoübergabe. Im Prinzip ist eigentlich alles abgewickelt. Ich muss jetzt nochmal einen kleinen Betrag in bar zahlen und halt sowas wie, dass sie das Auto angemeldet haben und solche Geschichten, die Nummernschilder, die personalisierten und bla bla bla, solche Geschichten muss ich jetzt halt eben noch zahlen. Und dann will er mir auch noch eine kleine Einweisung ins Auto geben. Ich habe mir jetzt aber auch schon ein YouTube-Video angesehen, als das Auto neu rausgekommen ist. Habe ich mir das jetzt mal angesehen. Der hatte auch eine Vollausstattung, aber bei der Vollausstattung, es gibt die normale Vollausstattung und es gibt noch mal ein paar extra Sachen, die man ordern kann, abgesehen von der Vollausstattung. Also, das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall. Zum Beispiel in diesem YouTube-Video hat er die Vollausstattung gezeigt, aber unser Auto hat trotzdem noch ein paar mehr Sachen, wie zum Beispiel die gekühlten Sitze, also dass die auch nicht nur warm machen können, sondern auch kühlen können. Das hat er zum Beispiel bei dem Auto nicht gezeigt. Von daher aus, ich glaube, so ein paar Sachen ja, sind nochmal on top sozusagen. Es kommt auch ganz gut hin, weil der im Video gesagt hat, dass das Auto neu, ich glaube 52.000, 53.000 kostet und unser Auto hatte einen Neuwert von 61.000. Deswegen, ja, sind da halt eben, wie gesagt, noch so ein paar Sachen mit dabei. Was genau, was da jetzt nochmal on top auf die Vollausstattung gekommen ist, muss ich mich selber erst belesen, weil der hat wirklich alles, was man haben kann. Das ist völlig crazy.
Ja, auf jeden Fall will er da mir so ein paar Sachen zeigen, dass ich da Bescheid weiß über alles. Und dann machen wir uns an den Verkauf von diesem Auto und dann war es das. Aber wie lange das Ganze dauert, keine Ahnung. So, we will see. Ja, ihr Lieben, ich melde mich einfach später irgendwann, sehr wahrscheinlich dann aus dem neuen Auto. Also verabschiedet euch vom Polo. Er war lange. Oh, da kommt ein Krankenwagen. Wo willst du? Bevor ich mit meinem Mann wieder zusammenkommen bin, vor den Kindern und alles drum und dran. Deswegen, das war so richtig mein Auto in der Zeit, wo ich immer feiern gegangen bin und was weiß ich was. Also, bye bye Baby. Ja. Ihr Lieben, ich melde mich später wieder und dann mit einer anderen Ansicht. Ich freue mich extrem. Also, bis später. Tada! Da sitze ich schon im neuen Auto. Oh mein Gott, Leute, ich liebe dieses Auto. Ist einfach so wunderschön. Ich habe hier jetzt gerade eine neue Handyhalterung, weil ich etwas gesucht hatte, was ich nicht auf das neue Auto kleben muss. Allerdings bin ich damit nicht so happy, weil wie ihr seht, ich gucke relativ weit runter. Und bei dem alten, was ich hatte, war es ja so, dass ich wirklich auf den Weg achten konnte und nebenbei so immer wieder kurz zu euch gucken konnte, weil es alles auf einer Höhe ist. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich runter gucken müsste und das macht keinen Sinn. Also dieses Ding geht auf jeden Fall zurück und ich werde mir das kaufen, was ich jetzt schon die ganze Zeit hatte, weil das wirklich eigentlich richtig, richtig nice ist. Das muss man zwar ins Auto kleben, aber ich hatte es jetzt echt so viele Jahre bei beiden Autos und war damit echt immer richtig, richtig zufrieden. Deswegen, it is what it is. Ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Also, ich bin da angekommen und wir haben als allererstes uns mal den Polo sozusagen angeschaut. Also er hat eine kurze Probefahrt sozusagen gemacht, ob alles in Ordnung ist, hat sich kurz angeschaut und so, aber es war alles in Ordnung. Der Polo ist wirklich tipptopp. Jeder, der den bekommt, kann wirklich happy sein. Das Auto ist wirklich ja, in einem super Zustand, alles klasse und ja. Und dann haben wir einen Kaufvertrag gemacht und alles abgewickelt mit Zahlung, pipapo, habe die ganzen Unterlagen abgegeben und das war's. Bye, bye, Polo. Ja. Und dann haben wir uns um dieses Auto gekümmert. Genau, ich habe erstmal ein paar Sachen unterschrieben. Einfach, es ist ja eigentlich schon alles abgemacht gewesen. Jetzt, als wir das letzte Mal da waren, haben wir ja schon alles unterschrieben und alles unter Dach und Fach gebracht. Aber jetzt war nochmal so die finale Abholung. Einfach nur unterschrieben, mehr nicht. Genau, und dann hat er mir einen großen Ordner gegeben, da ist alles Mögliche drin, also Schlüssel und alle möglichen Schnickschnack, wirklich, für die Anhängerkupplung zum Beispiel so ein Schlüssel, dass man den, die kann man halt eben auch abmachen oder sogar nach innen klappen oder ganz abmachen, wenn man möchte, wie auch immer. Alle möglichen Unterlagen, Papiere, Dokumente, bla bla bla. Und auch so ein kleines Päckchen hier, wo alles für die Standheizung drin ist. Die kann man nämlich, die läuft ja nicht dauerhaft, die kann man durch eine kleine Fernbedienung aktivieren und deaktivieren. Ich kenne mich damit noch überhaupt gar nicht aus, also ich muss da selber mich erstmal reinfuchsen. Und ja, als wir da alles papiertechnisch, geldtechnisch und so weiter fertig gemacht haben, sind wir dann raus ans Auto, hatte alles schon vorbereitet, stand da, dass wir schön viel Platz haben und ich in Ruhe losfahren kann. Und er hat mir nochmal ein paar Sachen gezeigt, beziehungsweise ich habe auch ein paar Fragen gestellt und das Auto ist wirklich so nice. Also ich denke, ich werde dazu ein Video machen. Ich werde aber in das Video nicht alles reinpacken, was dieses Auto alles kann und hat, weil es einfach zu viel, es ist tatsächlich zu viel, das ist völlig crazy. Weil der hat nicht nur die normale Vollausstattung, sondern noch, noch ein paar Extras on top sozusagen. Deswegen, oh, ich liebe es, das ist so schön. Ich kann es gar nicht glauben. Jetzt sagt er mir Bescheid, das vordere Fahrzeug fährt los. Ich könnte auch losfahren, wenn ich wollen würde. Ja, der hat mir das jetzt nochmal gezeigt auch, wann ich im Automatik fahre, wann ich im Hybrid fahre, wann ich im, was weiß ich, was fahre. Also einfach diese ganzen Knöpfe hier, weil hier sind wirklich viele Knöpfe. Hat er einfach mal so grob alles erklärt. Ich
kenne das meiste tatsächlich schon von meiner Schwester, ihrem Auto. Die hat ja auch einen Hyundai. Und da ist schon so ein paar Sachen, kenne ich. Also es ist jetzt kein komplett neues System sozusagen. Das ist auf jeden Fall gut. Das wäre, glaube ich, sonst too much. Aber so gerade was Plug-in und sowas betrifft, da bin ich ja so gar kein Plan. Da muss ich mich selber erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Und deswegen habe ich da halt einfach nur ein paar Fragen gestellt, was mir hier gerade so aufgefallen ist, was ich gesehen habe. Aber ich habe mir jetzt so ein paar Videos mir schon angeschaut und wir hatten ja auch ein paar Sachen erklärt bekommen, als wir uns das Auto angeschaut hatten, das allererste Mal. Und ja, das Genialste ist hier wirklich, ich schaue halt durch die Frontscheibe und in der Frontscheibe ist ein kleines Display. Was, also das ist sozusagen, da kann man sich verschiedene Sachen aussuchen, was angezeigt werden soll. Also bei mir steht jetzt gerade, dass, also da bei mir ist angezeigt, wie das Auto gerade fährt. Also da sind so zwei Streifen und in der Mitte ein Auto. Dann die kmh-Anzahl, die ich gerade fahre. Und nebendran noch ein Schild mit der kmh-Anzahl, die gerade aktuell erlaubt ist. Das heißt, ich muss hier unten gar nicht mehr gucken, sondern kann einfach nur gerade ausgucken und sehe jederzeit, wie viel ist erlaubt, wie viel fahre ich gerade. Und das gibt es ja bei manchen Autos, die haben dann wie so ein Display vorne. Wie so eine kleine Scheibe, wo das angezeigt wird. Das gibt's hier nicht. Also das ist alles frei. Das wird wirklich direkt angeleuchtet in die Frontscheibe sozusagen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Oder auch hier mit dem toten Winkel. Also ich muss mich tatsächlich nicht mehr durch die Gegend beugen, um zu gucken, ob hier jemand in meinem toten Winkel ist. Denn sobald ich blinke, wird hier der tote Winkel per Kamera angezeigt. Es ist crazy. Ja. Ich meine, so Standardsachen wie Fahrspurassistent und sowas, das ist alles mit drin. Ich kann das Auto tatsächlich auch alleine fahren lassen. Also ich kann wirklich, ohne dass ich das Auto also am Lenkrad festhalte, kann ich das Auto alleine fahren lassen. Das finde ich noch ein bisschen beängstigend. Das müsste ich mal testen irgendwo, wo halt eine freie Strecke ist und so. Wo links und rechts jetzt nicht unbedingt irgendwas ist. Also hier mitten in der Frankfurter Innenstadt das zu testen, macht nicht wirklich Sinn. Aber weil das für mich halt so, wie, so, warum existiere ich denn noch so nach dem Motto? Das kann man alles hier eben aktivieren. Und ja, der hat wirklich viel, 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 viel Schnickschnack. Ich habe übrigens ein kleines Cabrio-Feeling. Ich kann hier nämlich nicht nur, also einmal Panoramadach bis wirklich ganz komplett nach hinten. Das ist richtig, richtig nice. Dann kann ich das einmal hier oben so, Moment, leicht, also einmal leicht öffnen oder komplett öffnen. Jetzt öffnet sich das. Ich habe ein Mini-Cabrio. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Also, und es war einer dieser Extras zum Beispiel. Jetzt muss ich hier gerade mal überlegen, wie ich am gescheitesten fahre. Ich habe mich hier mit dem Navi noch gar nicht beschäftigt. Ich bin mit dem Navi bei meiner Schwester auch nie so richtig klar gekommen. Deswegen, da muss ich mich auf jeden Fall noch so ein bisschen reinfinden. Da vorne kann ich abbiegen. Okay, sehr gut. So. Ja. Irgendwann, wenn ich Zeit finde und es hinbekomme, werde ich auf jeden Fall zu dem Auto dann mal ein Video drehen und vielleicht auch so ein Video, was ich alles jetzt fürs Auto neu gekauft habe, weil dieses Auto wird so nicht bleiben. Ich werde da sehr, sehr, sehr viele Sachen, ich habe super viele Sachen schon bestellt und investiert. Ob es neue Matten sind oder hinten, alles wird zugemacht, dass die Kinder das Ganze nicht irgendwie nach ein paar Wochen hier total beschmutzen und ruinieren sozusagen. Genau. Ja, für die Kamera und ich habe so ein Parkassistenz-Dingsbums, dass ich keine Parkscheibe mehr reinlegen muss, sondern das ist so ein elektrisches Ding. Das zeigt dann immer die Uhrzeit an, wo du als letztes geparkt hast sozusagen. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann gibt es kein, ich habe die Parkscheibe vergessen.
Den Oh No habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Das ist ja dieser Blitzerwarner oder Warnung auch vor sämtlichen Unfällen oder. Das ist auch ganz cool. Meine Schwester hat das schon lange. Hat mir immer gesagt, du musst dir das bestellen. Ich habe dann immer gesagt, ach Quatsch, wofür brauche ich das denn? Ich fahre anständig so. Aber irgendwie ist es schon cool zu haben. Vor allen Dingen so Gefahrensachen werden dann auch angezeigt. Genau. Ja, ich habe so ein bisschen Schnickschnack bestellt, tatsächlich. Auch so ein paar Außenaufkleber, so durchsichtige, dass wenn man das Auto aufmacht, wenn man irgendwo dran dotzt sozusagen, dass man sich nicht direkt den Lack kaputt macht. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja, kann ich euch dann ja aber alles nach und nach zeigen. Genau. So, jetzt bin ich in Frankfurt angekommen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich am besten parke. Ich glaube, ich fahre einfach in mein Standardparkhaus. Das macht am meisten Sinn. Und mir wird es hier gerade sehr warm. Also schließen wir das Ganze doch mal wieder. Läuft. Ich bin voll verliebt. Ich bin richtig verliebt. Ich finde das Auto so unglaublich schön. Und ich sitze hier auch so drin, als ob ich nichts anderes gemacht hätte. Das ist so, dieser Sitz ist für meinen Hintern gemacht. Hört sich das doof an? Ich meine es vollkommen ernst. Ja. So, ihr Lieben. Ich gehe jetzt einmal zur Bank, meine Nägel machen und dann, ich zeige euch auf jeden Fall noch was von dem Auto, aber as you can see, bin ich gerade am Fahren, deswegen macht es jetzt gerade keinen Sinn. Ich werde euch auf jeden Fall noch mal so ein bisschen was zeigen und die, die es noch näher interessiert, die können sich ja dann das gesamte Video vom Auto anschauen. Genau. So, also, ich melde mich später wieder, ihr Lieben. Anhänger kaufen? Ja, es kommt jetzt.